Ja, herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge im Zusammenhang von Sprache und Spiel unter dem Titel Dystopie. Warum wähle ich das aus? Es ist unglaublich, mit welcher Konstanz in Videos- und Computerspielen das Ende der Menschheit heraufbeschworen wird. In je unterschiedlichen Settings, und die Hauptgegner sind eigentlich meistens Zombies, Nazis oder irgendwelche Aliens, die der Menschheit nach dem Leben trachten. Und ich hätte für den Titel Dystopie alles Mögliche aussuchen können. Ich habe mich jetzt aber für Helldivers entschieden. Und zwar aus einem sehr besonderen Grund, nämlich weil in Helldivers die sogenannte gelenkte Demokratie im Universum verbreitet wird. Und ich zeige euch gleich, was es damit auf sich hat. Ich hätte hier auch alles andere wählen können, zum Beispiel auch die Wolfenstein-Reihe, die eigentlich ab 1992 fest zum Setting für das Computerspielen gehört. Die ersten Teile dieser Reihe, Wolfenstein, spielen faktisch noch parallel im Zweiten Weltkrieg. Und mit Wolfenstein, ich glaube 2009 kam das raus, der neue Teil. Wechselt man dann, oder The New Order, das müsste 2014 gewesen sein, wechselt man dann faktisch in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1960, in eine Welt, in der die Nationalsozialisten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Dystopischer geht es aus meiner Sicht fast nicht mehr. Und diese Wolfenstein-Reihe zeigt auch noch ein weiteres Spezifikum für Video- und Computerspiele an. Eine unglaubliche Faszination für das Dritte Reich und die faktisch faschistoide Gesellschaften und absolut irren Zusammenhänge. Das lässt sich, wenn man so will, spannen von der unglaublich populären Indiana Jones-Reihe, die LucasArts veröffentlicht hat, Point-and-Click-Adventures. Bis hin dazu, dass jetzt in der nächsten Zeit der sechste Teil von Broken Sword veröffentlicht werden wird, der in Mont-Ségur startet. Das ist eine Bergfestung der Karthager, die im Albigenser Kreuzzug geschliffen worden ist und die ein gewisser Otto Rahn als die Gralsburg identifiziert hat. Also ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Und man könnte dieses Thema also auch ganz anders aufspannen. Also die Frage, wie über faschistoide Gesellschaften erzählt wird, in welchen Settings über faschistoide Gesellschaften erzählt wird und wie das Ganze, warum das Ganze so eine Faszination im Videospiel auslöst. Und in diese Kerbe schlägt eben auch Helldivers, und Helldivers ist in der Variante, in der ich euch das heute zeige, 2015 erschienen für die PS4 zunächst und dann auch für Steam. Ich zeige euch heute die Steam-Variante. Allerdings nicht mit so einem weiten Fortschritt, wie ich den auf der PS4 habe. Wir werden also nur kurz reinschauen. Mir kommt es eigentlich auf folgende Dinge an, nämlich wie wird mehr oder weniger ein Setting entwickelt, in dem eine, ich sage jetzt mal schon so, ausufernde Brutalität und wo ausufernde Gewalthandlungen legitimiert werden. Bei Helldivers haben wir es mehr oder weniger mit einem Setting zu tun, das sehr stark an Starship Troopers erinnert. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat oder nicht gesehen hat. Das wiederum beruht auf dem Roman von Heinlein, Starship Troopers aus dem Jahr 1959. Und das ist ein ganz typisches Setting, wie es in Videospielen vorkommt. Helldivers zum Zweiten deshalb, weil in wenigen Tagen Helldivers 2 erscheinen wird, am 8. Februar, und ich sehr gespannt bin, wie dort das Setting aufgebaut ist. Und wir haben dann mehr oder weniger jetzt die Möglichkeit, beides miteinander abzugleichen. Okay, aber schauen wir mal in das Spiel selbst hinein. Ich musste das Ganze jetzt so starten. Einfach damit, muss ich mal kurz gucken. Einfach damit wir von Anfang an dabei sind, ja, und auch den Vorspann sehen. So, ihr seht, ich
probiere das Ganze wieder auf dem Steam Deck aus. Das sieht aber heute ganz gut aus. Und ab jetzt halte ich mal meinen Mund. Über Erde, unsere Heimat, Wohlstand, Freiheit und Demokratie. Unsere Art zu leben. Aber das ist nicht kostenlos. Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind hat die Pflicht, unsere Heimat und unsere Kultur zu schützen. Und unsere Familien. Warum treffen Sie nicht die Entscheidung Ihres Lebens und übernehmen die Verantwortung für die Sicherheit Ihrer Familie? Und beweisen, dass sie die Stärke und den Mut haben, frei zu sein. Kommen Sie zu den Helldivers. Reisen Sie durch die Galaxie. Treffen Sie ungewöhnliche Menschen und repräsentieren Sie die Föderation. Schützen Sie die Ressourcen für unsere Art zu leben. Und sichern Sie die Zukunft der Übererde. Verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der Galaxie. Werden Sie mehr als Sie sind. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. So, man hat schon an dem Intro gesehen, das vollkommen überzogen ist. Aus welchen Ressourcen und welchen Begriffsfeldern man sich bedient. Und genau diese Settings, die so aufgebaut werden als multimodale Settings zwischen Bild und Sprache, werden uns insbesondere interessieren. Ich hier an dem Intro nur ganz kurz diese Sonderbildung Super Earth oder Übererde, die schon ein wenig andeutet, wie man sich selbst im Universum begreift und was natürlich von der Begriffsbildung an, sagen wir mal so, rechtsextrem populistische Diskurse erinnert, in dem es darum geht, über Menschen und unter Menschen zu definieren, also die Übererde, die hier das Zentrum der als Zentrum der Galaxie verkauft wird, mit einem kolonistischen, repressiven Ausbeutungsregime versehen ist, indem man gefällig seinen Dienst zu leisten hat, um, und das ist ein linguistisch wirklich interessantes Phänomen, um die gelenkte Demokratie zu verbreiten. Ja, also was gelenkte Demokratie hier in diesem Zusammenhang bedeutet, heißt, wer kämpft, entscheidet mit. Und das ist direkt von Starship Troopers inspiriert. Für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, die kann ich hier nicht nacherzählen, schaut es einfach in der Wikipedia nach. Oder lest am besten Starship Troopers oder schaut den Film an. Und das, was hier im Wesentlichen als Setting aufgebaut wird, ist das einer sehr kriegerischen, expansiven Kultur, die mit Waffengewalt ihre Ressourcen, ich sag jetzt mal ganz vorsichtig, in der Eigendarstellung verteidigt. Das, was passiert, ist natürlich ein mehr oder weniger Raubzug, der sich durch die ganze Galaxie zieht. Und ich würde jetzt zumindest mal eine kleine Mission anspielen, um zu zeigen, dass sich dieser Gestus durchzieht. Ja. Man blickt hier auf die galaktische Kampagne. Das heißt, es ist ein Spiel, das mit anderen Spielern zusammenspielt. Und es hat eine wirklich eine inhärente Multiplayer-Komponente. Und unabhängig davon, dass man eine Hauptstadt wurde von den Bugs verseucht. Dass man hier unmittelbar in dem Kriegsgeschehen ist, zeige ich vielleicht mal ganz kurz die Ausstattungsvarianten, die sich hier mit unserem Helldiver verbinden lassen. Wichtigste Signum
interessanterweise die Mäntel, ja, also die tatsächlich zu einem optischen Kernausstattungselement dieser Helldiver gehören. Und wir bewegen uns natürlich in einer militärischen Umgebung. Und ich würde jetzt mal aber nicht direkt in eine, tatsächlich in eine. Jetzt müssen wir schnell schauen. Ja, ich denke, wir nehmen hier tatsächlich die Mission wahr. Denn ich befinde mich schon im Orbit über einem Planeten. Und diese. Aber wir werfen aber schnell einen Blick auf die, Multiplayer-Möglichkeiten. Das heißt, man hat die Option, hier gegen insgesamt drei Völker zu kämpfen. Also einmal oder drei, ja, Ethnien vielleicht oder Rassen. Also einmal die Bugs, dann die Cyborgs. Das sind hier die entscheidenden gerade, die hier freigeschaltet sind. Das würde ich jetzt aber nicht tun, sondern tatsächlich auf den Planeten direkt springen. Mal schauen hier, was haben wir hier? Das ist die Enzyklopädie. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und ich bitte mal einfach darum, dass oder deswegen spiele ich das jetzt hier gerade an, weil natürlich auch die Sprachausgaben und die Sprachbefehle und die Nachrichten, die eintrudeln, tatsächlich das widerspiegeln, worum es eigentlich in dieser Verteidigung von Übererde, ja, um das nochmal aufzunehmen, geht. Und keine Frage, dieses Szenario ist dystopisch. Dystopien, vielleicht ganz kurz, sind dunkle Bilder einer wie auch immer gearteten Zukunft, wie man sie sich besser nicht vorstellt. Und darauf zahlen natürlich Wolfenstein und auch Helldivers unmittelbar ein. Also ich persönlich will nicht in einer gelenkten Demokratie leben, wo es darum geht, Ausrüstung ist unterwegs. Den Frieden und die Sicherheit meiner Familie auf solchen Planeten durch die Ausrottung anderer Lebensformen sicherzustellen. So. Schauen wir mal schnell. Sind hier auf einem Eis- und Schneeplaneten der Bugs. So. Und müssen parallel Proben einsammeln, um die wir dann für Upgrades verwenden. Und die roten Punkte auf der Map sind Gegner, die wir versuchen nicht aufzuscheuchen. Das sieht ganz gut aus. Eins, zwei, oh Gott, Tod ist da. Hier geht es darum, jetzt diesen Außenposten. Eieiei. Diesen Außenposten. Verteidigung. Eieiei. Tatsächlich ein Abgrund. Wie ungünstig. Und ich bin. Glaube ich, dass ich alleine bin. Das werde ich wenig überleben. Und müssen es nochmal stoppen. Habe ich gespart mit meinem Setup.
das bin ich. Helmut-Startsequenz initiiert. Auf die Stationen. Ich wiederhole. Auf die Stationen. Die Mission beginnt. Werfen Ausrüstung ab. Heiß, sag mal. Vorräte im Anschau. Dies habe ich nicht gesehen. So. Ja, und man beachte mal tatsächlich auch, wie man sich gegenseitig bezeichnet. Das spielt hier eine elementare Rolle. Bin jetzt auch nicht so ganz leise hier unterwegs gerade, merke ich. Aber es ist wenigstens sicher. Ich bin sehr viel schneller als zu Fuß im Schnee. Hey. Und es spielt sich schon gemeinsam wesentlich leichter. Das heißt, durch die Gruppendynamik mit anderen gemeinsam zu spielen, das habe ich jetzt hier im Moment gerade nicht, ist es so, dass man schon... Ich bin hier einfach... Es ist schon so, dass dann auch so eine Gruppendynamik oder Gruppenbedrohung auch durch das Spiel, durch das ludische Prinzip integriert wird. Die ist wirklich in sich. Ja. Also. Ja, man hört es schon, ne? Eine Portion Freiheit. Das werde ich gar nicht schaffen.
muss ich kurz raus. Das Ganze hat nämlich noch ein weiteres Problem. Das ist so etwas wie Friendly Fire. Was das heißt, man plötzlich auf Boden kommt. Das ist ja leider nicht zu schaffen hier. Ja, dann wählen wir doch einen anderen, wählen wir doch ein anderes Level. Dies schaffe ich nicht alleine. Ja, aber man erkennt schon, für die Freiheit, für die Demokratie, dieser permanente Alarmcharakter, diese wirklich außerordentliche Bedrohung, die hier aufgemacht wird. Ja, ich würde den Planeten gern verlassen. Und würde mal auf einen gehen, der einfacher, der nicht so schwer ist für mich im Moment, gerade mit meiner minimalen Ausrüstung, die ich habe. Und mal schauen, ob ich ein Doppel-DXP, aber nee, das schaffe ich nicht. Aber vielleicht springe ich doch mal zu jemandem rein. Das könnte ich ja machen. Müsst ihr mal einwählen, den ich, der etwas leichter ist. Sehr schwer. Weil da springe ich doch mal ein. Teleporter fehlgeschlagen. Da gibt es das Spiel nicht mehr. Muss man mal aktualisieren. Ich würde aber schon ganz gern in den Wald gehen. Springen wir da mal rein. Mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück sind die, spielen die Leute da noch weiter. So, unser Gegner mit Schauen, der Beitritt ist derzeit nicht möglich. Dann sind sie durch gewesen. Schau, da brauchst du langsam. Sehr schwer. Das sieht doch gut aus. Das probieren wir mal. Und ich werde für die Vorlesung genau diese Essenzen rausschneiden aus diesem Video, nämlich auf die es mir ankommt, auf diese sprachlichen Unterstützungen. Ja. Für die Freiheit und so weiter. Yes, yes. So, jetzt sieht man schon, dass man das Ganze zusammenspielen kann. Ah ne, ich bin da hier. Ich bin nicht im Wald. Ich wollte zu den Bugs. Nicht zu den Entschuldigen. Lade nach! Werfen Ausrüstung ab. Wiederhole. Werfen Ausrüstung ab. Genau. Wenn man was über faschistoide Mäntel sagen kann, ist Helldivers das Spiel dafür. Was hat denn der für eine Waffe, ey? So, das ist jetzt dieselbe Verteidigungslage, in der wir gerade waren. Die jetzt aber zu zweit und fünf. Ganz anders zu bewerkstelligen sein wird. Ja, das sieht man schon, dass ich da gerade. Auf verlorenen Posten war. So.
Und man achtet mal darauf, tatsächlich darauf, dass man sich gegenseitig unterstützt und hier sowas wie eine Community bildet, also eine Gemeinschaft, ja, in der Auseinandersetzung. Und das ist schon besonders, wie das Spiel das inszeniert, und das ist ein logisches Prinzip, das faktisch über diese unter dieser Erzählung liegt, ja. Also das heißt, wenn man diskursiv Superiorität behauptet, also Überlegenheit, ja, das ist ja das eine. Aber wenn es dann darum geht, sich zu unterstützen und gegenseitig nicht ins Feuer zu laufen und damit das Gegenüber auch zu verteidigen, das ist schon etwas, das durch das Spiel dann selbst gestützt wird. Ja? Also wir gegen den Feind. Und das ist auch ein Prinzip, das auch bei Starship Troopers greift. Und ich habe jetzt Starship Troopers Extermination nicht gespielt, aber das wird so ähnlich sein. So, jetzt sind wir hier an der Konsole. Verteidigungstaktikausrüstung im Anflug. Okay. Also da spielt es auch nicht zum ersten Mal jetzt hier. Und da wird wahrscheinlich jetzt ein Geschütz haben. So. Jetzt geht's doch ein bisschen zu. Das ist jetzt 2 von 3, 3 von 3, ja. Und das ist so eine ganz typische Defense-Situation, in der wir uns hier gerade befinden. Spielerisch also vergleichbar mit so Tower Defense Elementen, die aber trotzdem hinreichend abwechslungsreich sind. Das hat den Turm hier gut platziert, sein Geschütz, das muss man auch sagen. Scheiße. Zuerst die zweite Phase. Gut, das Spiel schon ein bisschen länger. Seine Drohne heilt ihn schon automatisch. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr, also nicht so wie, oder? Helldiver Einsatz im Kampfgebiet. Okay, jetzt kommt noch mal. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Evakuierung bestätigt. Shuttle im Anflug. Ankunftszeit T-1 Minute 30 Sekunden. Ausrüstung ist unterwegs. So. Verteidigungsausrüstung wird abgesetzt. Verteidigungsvorrat im Anflug. So, das ist jetzt mehr oder weniger das. Verteidigungsausrüstung trifft ein. Das Finale. T-1 Minute. Und der ist nur noch um die Flucht vom Planeten geht. Auch das ist eine ganz typische Starship-Nummer. Oh. Hier ist. T-1
minus 15 Sekunden. Anfrage T-minus 10 Sekunden. Ja, da wäre ich jetzt schon. Ankunftszeit T-minus 5 Sekunden. Shuttle tritt ein. Boah, sehr unnötig, da noch zu sterben kurz vorher. So, und auf den Schatten. So, das war eine typische Mission, die man mit anderen gemeinsam spielt. Und wir gehen mal noch einen Schritt weiter. Wir probieren mal noch eine Mission zu spielen. Mit derselben Crew. Und sehr schön. Also eine ganz typische Loot- und Loot-Spirale. Ich springe keine Gefahr raus. Sehr ärgerlich. So. Mal schauen, ob die Community überhaupt spielt. Also, wir sind jetzt faktisch hier auf dem Schiff. Also man hat so rudimentäre Kommunikationsmöglichkeiten. Helmholtz-Startsequenz initiiert. Na dann. Auf die Station. Mal schauen, wo es jetzt hingeht. Auf die Station. Ja, okay, leicht. Flugabwehr. Das ist halt wichtig, ne? Also sobald man, solange man nicht die Möglichkeiten hat, hier großartig einzugreifen, muss man eben wirklich nehmen, was kommt. Okay. Mal schauen, wie weit wir kommen. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Ja, zu zweit. Wir waren gerade schon unterwegs mit ihm. Genau. Ja, mal schauen. Es gelingt faktisch in den allerseltensten Fällen. Achso, ich will ja schon. Für Übererde. Also schönen Gruß von der Demokratie, ne? Das schon. Das wäre so das nächste Update, das ich mir besorgen muss.
Das muss ein Update gewesen sein, dieses. So, dann gehen wir jetzt mal in die Idee. Da habe ich nicht aufgepasst. Jetzt. Jetzt muss er mich neu rufen. Anfrage akzeptiert. Ist aber in sein eigenes MG gelaufen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Schon eine mögliche Verteidigungsoption verloren. Seine Drohne hält echt lange durch. Das muss ich sagen. Ich frage mich ein bisschen, wo er mit Level 7 schon diese super Ausdruck hat. So. So, jetzt müssen wir nur noch weg. So, jetzt wird es kurz gefährlich. Ja, ein bisschen aufpassen jetzt, dass wir jetzt nicht gegenseitig hier. Was ne? Ankunftszeit T-1 Minute. Das ist sinnvoll, am Boden zu bleiben. Und so sieht man eben auch, wie man sich aufeinander einspielt. Ankunftszeit, T-minus 30 Sekunden. Helfer war Einsatz im Kampfgebiet. Oh ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da kommen noch mal dazu. Da. Ja. Ein Todesursachen.
im Übrigen. Ankunftszeit T-minus 15 Sekunden. T-minus 10 Sekunden. T-minus 5 Sekunden. Moritz im Anflug. Shuttle trifft ein. Aufpassen, 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 Leute. Man hätte ihn jetzt noch wiederbeleben können, aber irgendwie müssen wir auch mit dem Shuttle weg. Ja, es gehört dazu, für die gelenkte Demokratie, den muss man auch noch verbringen. Und er hat es eben nicht geschafft und das wird unser Vorauspunkte kosten. Ja, für die Freiheit, da muss man... So, also, das, was ich damit zeigen will, das ist ein typisch dystopischer Entwurf, so ein typisch dystopisches Setting, das narrativ aufgebaut wird und durch einzelne Gestaltungselemente. Im Spiel selbst kommt es dann aber sehr stark auf Zusammenarbeit, Kooperation, Kollaboration an, sodass mehr oder weniger das als Subtext die ganze Zeit so nachgeschoben wird. Das mag alles auch einen satirischen Anstrich haben hier, das ist keine Frage. Allerdings sieht man, wie stark das Ganze miteinander verflochten ist. Ja? Also das heißt, das gemeinschaftliche Spiel und die gemeinschaftliche Unterstützung gegen eine als übermächtig wahrgenommene Bedrohung und das Ganze schön im Subtext mit so einer faschistoiden Gesellschaftsform, Ordnung, die auf Ausbeutung, Kolonisierung und gelenkte Demokratie setzt. Ja? Wir bringen die Demokratie ins Universum. So sieht das aus. Schon mal auf die Uhr. Was dann das Spiel für uns mitmachen. Dann gehen wir auch raus. Ja, dann. Gehen wir. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. So. Und können uns wieder den Spielen zuwenden, die wir spielen wollten. Ich schaue mal auf die Uhr. Ich würde eigentlich nicht länger als eine Stunde machen. Mögliche Bedrohung. Ja, da gehe ich doch nicht hin jetzt, oder? Oder nein, wir machen das ganz einfach so, dass ich an der Stelle mal abbreche. Also mit den jetzt 45 Minuten. Vielleicht nochmal ganz kurz mit der ganz groben Einschätzung. Woraus mir bei diesen dystopischen Entwürfen ankommt, und das gilt auch für die Wolfenstein-Reihe, nämlich, dass wir so ein narratives Setting haben, das im Spiel selbst durch bestimmte weitere Botschaften immer wieder in Erinnerung gerufen wird und das ganz wesentlich zu der Atmosphäre beiträgt, die mit dem ludischen Prinzip verknüpft wird, nämlich dass man gemeinsam durchhält gegen einen übermächtigen Feind. Das gilt sowohl für Starship Troopers als auch für Helldivers. Und in der Verbindung gegen einen übermächtigen Feind wird faktisch diskursiv abgesichert, dass der Einsatz von Gewalt vollkommen legitim ist. Ja, und auch zum tragenden Element für eine Gesellschaftsform wird. Wir haben jetzt hier gesehen Helldivers 1 von 2015, Helldivers 2 kommt in wenigen Tagen. Und das werde ich dann direkt daneben halten, damit man mal so einen Eindruck bekommt, ob das Narrativ wieder einfach dasselbe Grundnarrativ ist. Ja? Also hier über Erde und Ressourcenausbau und zum Schutz der Familie und so weiter und so fort. Oder ob da noch weitere Elemente dazu kommen, bin ich mal sehr gespannt. Werde es dann aber hier auf dem Channel direkt daneben halten und so auch in die Vorlesung Sprache und Spiel mit einfließen lassen. Ja, unter dem Stichwort der Dystopie. Denn da gehört es tatsächlich hin. Ganz unabhängig davon, dass es natürlich als Community-Event, also wenn man mit in Gemeinschaft spielt, das natürlich schon glaube ich auch ein Spielerlebnis ist, an das ich mich zum Beispiel sehr, sehr gerne erinnere. Also auf der PS4 haben wir das wirklich zu viert sehr gerne und sehr lang gespielt. Und auch wenn man den satirischen Anstrich natürlich zu würdigen weiß, ist es so, dass über ein Spiel hier bestimmte Ideen auch transportiert werden können. Wie man das Ganze weiter ausgestaltet, ob man das eher in Richtung Narration weiterzieht
Das wäre dann so, dass man neben Wolfenstein auch die schon angesprochene Faszination für Ideologie und sag mal alle problematischen Aspekte des Dritten Reichs, also das mit in den Spielen mitzieht. Und ob man das Ganze dann ausweitet, zum Beispiel auf so eine Reihe wie Broken Sword, also Baphomets Fluch, in der es auch jetzt im nächsten Teil, der jetzt demnächst erscheint, möglicherweise in Richtung Nationalsozialismus gehen wird, also wo es um Kralssuche geht, also die wahnsinnige Idee von Himmler mit seiner SS irgendwelche Mythen aufzudecken und den Kral zu finden und so weiter und so fort, seine Faszination für diesen ganzen esoterischen Quatsch. Dass das Ganze im Baphomets Fluch im sechsten Teil eine Rolle spielen wird, das weiß ich jetzt noch nicht, es deutet sich so ein bisschen an. Nachdem man im ersten Teil die Templer sich genauer angesehen hat, im fünften Teil die Katharer und sowieso schon in Morsegur ist, und also in Südfrankreich, und das von Otto Rahn als die Kralsburg identifiziert worden ist. Ne? Das ist so die typische Brücke, die man hier schlagen könnte. Nichtsdestotrotz, diese kleine Aufzeichnung jetzt, das Anspielen von Helda, was wird in diesem Kontext zu sehen sein? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze für die Vorlesung aufbereite. Entweder über den Gedanken der Dystopie, die hier im spielerisch auf ein sehr stabiles Element setzt und narrativ eine Zukunft malt, in der keiner wahrscheinlich die wenigsten von uns leben wollen. Und das sehr stark an Starship Troopers angebettet ist, angeknüpft ist, oder ob ich eher diese leicht faschistoide Kultur herausnehme, die sich auch mit dystopischen Entwürfen in Star Wars deckt und so weiter und so fort. Ob ich die herausziehe und darüber nachdenke, dass immer wenn wir über das All reden und über das Universum uns genau mit solchen Fragen auseinandersetzen und dann eher in Richtung The Captain schiele, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das Ganze aufbaue. Aber da gibt es jedenfalls genügend Möglichkeiten. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Für diejenigen, die zufälligerweise jetzt zugesehen haben, danke dafür. Für die, die es im Video nachschauen, auch nochmal vielen Dank. Das Ganze geht als Konserve dann auf meinen YouTube-Kanal. Von dort aus werde ich es nach und nach in die Vorlesung einspielen. Bis dahin, schönen Sonntag und hoffentlich auf ganz bald.